Sonys Vorstellung der Alpha 9 Mark III hat die Fotowelt in der vergangenen Woche ordentlich durchgeschüttelt. Wir konnten die Kamera und auch das neue 300mm 2.8 G Master kurz testen und wollten euch heute unsere Einschätzung dazu geben. Kurz zur Einordnung. Die Alpha 9 Mark III kommt natürlich als Nachfolger der 2019 vorgestellten Profisportkamera A9 II, setzt jetzt aber eben einige neue Maßstäbe für zukünftige Kameras von Sony, aber eben auch von anderen Herstellern. Eigentlich ist die relevanteste Info, dass die Kamera einen 24,6 Megapixel Vollformatsensor mit einem globalen Shutter kombiniert. Aber was bedeutet das eigentlich? Normalerweise wird ein Sensor Zeile für Zeile ausgelesen. Bei der A9 III werden alle Pixel simultan ausgelesen, was einige große Vorteile bringt. Der erste Vorteil, den diese Technologie mit sich bringt: durch die simultane Auslese fällt einer der nervigsten Bildfehler für Sportfotografen weg. Der Rolling Shutter Effekt. Ihr kennt sicher die Bilder von Golfschlägern, die komplett verbogen aussehen. Das kommt daher, dass sich das Motiv im Bild schneller bewegt, als der Sensor ausgelesen wird. Es ist also am Anfang der Auslese an einer anderen Position als am Ende. Ein anderes Beispiel sind Rotorblätter von Hubschraubern, die alles andere als eingefroren abgebildet werden. Durch den globalen Verschluss fällt dieses Problem gänzlich weg. Auch Banding, diese horizontalen Streifen im Bild, die bei manchen Lichtquellen auftreten, sind mit dem globalen Shutter kein Problem mehr, da alle Pixel im exakt selben Moment ausgelesen werden. Aber auch die allgemeine Auslesegeschwindigkeit wird durch diese Bauweise erhöht. Und so kann die Kamera mit einer Verschlusszeit von bis zu einer 80.000stel fotografieren. Wobei wir an dieser Stelle anmerken wollen, dass dieser Shutter Speed aktuell nur in der Einzelaufnahme möglich ist, da die Firmware der Kamera noch nicht final ist. In einem Update Anfang 2024 kommt diese Geschwindigkeit dann aber für alle Serienbildgeschwindigkeiten. Und dann ist da noch das Thema Blitzsynchronzeit. Wo Kameras mit einem rollenden Verschluss oft auf eine 250. Sekunde limitiert waren, können wir jetzt bei der Alpha 9 Mark III mit jeder Verschlusszeit blitzen. Auch mit einer 80.000stel. Über den globalen Shutter wird ja gerade viel Welle gemacht. Und das ist unserer Meinung nach auch absolut berechtigt. Klar stellt man sich die Frage, wie viele Leute wirklich mit einer 80.000stel Verschlusszeit fotografieren oder wer bei so hohen Verschlusszeiten überhaupt blitzt. Aber wie gesagt, ist da halt noch das Thema mit den Abbildungsfehlern. Nehmen wir mal einen Hochzeitsfotografen, der in einer Kirche bei nicht gerade flackerfreiem Licht fotografiert. Mit dieser Kamera ist das halt einfach kein Problem mehr. Kein Flackern, kein Banding, kein Rolling Shutter ist zwar auf den ersten Blick hauptsächlich für professionelle Sportfotografen interessant, die sich auch eine 7.000 € Kamera kaufen. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, was das in Zukunft für die günstigeren Kameras bedeutet. Immerhin lässt sich so auch endlich kompromisslos auf das anfälligste Bauteil in einer Kamera verzichten. Der Verschluss. Sony hat halt jetzt in der A9 III erstmal gezeigt, dass es technisch möglich ist und eben welches Potenzial in dieser Innovation steckt. Und historisch gesehen waren sie eigentlich schon immer ganz gut darin, solche Innovationen relativ schnell auf die günstigeren Baureihen zu adaptieren. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Was die Sony-Ingenieure uns allerdings auch auf Nachfrage nicht beantworten wollten, sind eben genaue Angaben zum Thema Dynamikumfang und Dual Gain. Aktuell wissen wir nicht mal, ob die Kamera überhaupt auf zwei verschiedenen Basis-ISO-Empfindlichkeiten arbeiten kann. Da das allerdings die meisten Sony-Vollformat-Kameras können, liegt natürlich nahe, dass das an dem neuen globalen Verschluss liegt. Naja, mal gucken, wann wir mehr Details zum Sensor bekommen. Wobei noch ganz kurz zum Thema ISO-Empfindlichkeit. Was wir wissen, ist, dass die Kamera eine höhere minimale ISO-Empfindlichkeit hat. Denn im normalen ISO-Bereich können wir leider erst ab ISO 250 aufwärts arbeiten und nicht schon ab ISO 100. Im erweiterten Modus kommen wir dann aber zumindest auf ISO 125 herunter. Ganz wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass es sich bei allen aktuellen A9 III Samples um Vorserienmodelle mit nicht finaler Firmware handelt. Eine genauere Einschätzung der Lowlight-Performance oder des Dynamikumfangs sind halt deswegen noch nicht möglich, da RAW-Dateien aktuell auch noch nicht einsehbar sind. Aber lasst uns jetzt nochmal detaillierter auf das Thema Geschwindigkeit zu sprechen kommen. Denn naja, das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe einer Alpha 9. Eure Hauptaufgabe ist es jetzt aber erstmal das Video zu bewerten und wenn euch unser Content gefällt, dem Kanal ein kostenloses Abo zu spendieren. Vielen Dank. Jetzt aber weiter mit Framerates und Geschwindigkeit. Mit der Alpha 9 Mark III erreicht Sony einen neuen Spitzenwert. Denn wie gesagt, schafft die Kamera bis zu 120 Bilder pro Sekunde und das vollkommen kompromisslos. Was ich damit meine, es gibt keine Funktion, die in dieser Geschwindigkeit eingeschränkt wird. Der Autofokus misst bei jedem Bild neu, die Belichtung misst sie bei jedem Bild neu und es gibt auch keine Einschränkungen in Sachen Bildqualität, Crop, RAW oder JPEG-Speicherung oder ähnliches. Das ist schon sehr, sehr cool. Was aber noch viel cooler ist, ist, wie clever dieses Potenzial in die Kamera integriert wurde. Denn es macht ja eigentlich in keinem Szenario so richtig viel Sinn, ganze Serien in 120 Bildern pro Sekunde zu fotografieren. Also hat Sony sich da was überlegt. Vorne, neben dem Bajonett, gibt es einen neuen Funktionsknopf. Dieser ist standardmäßig als Boost-Knopf belegt und dient dazu, die volle Geschwindigkeit zuzuschalten. Ich fotografiere also beispielsweise mit 30 oder 60 Bildern pro Sekunde und erst im kritischsten Moment halte ich, während ich den Auslöser gedrückt halte, die C5-Taste und solange ich die halte
und auch nur solange ich die halte, fotografiert die Kamera mit 120 Bildern pro Sekunde. Das ist schon echt ganz cool gemacht, weil ich mich dann nicht vor dem Auslösen dazu entscheiden muss, Unmengen Fotos zu machen, sondern erst, wenn es wirklich drauf ankommt, kurz mal auf diese absurde Geschwindigkeit wechseln kann. Aber bevor ihr hier jetzt meinen kompromisslos hinterfragt, wer das möchte, kann sich natürlich auch auf beispielsweise den High-Plus-Modus dauerhaft diese 120 Bilder pro Sekunde legen. Und in Sachen Belegung hat sich im Vergleich zum Vorgänger auch noch was geändert. Bei der A9 II musste der Fotograf den vorprogrammierten Drive-Modus immer über das Wahlrad wechseln. Bei der Alpha 9 Mark III können wir jetzt aber auch den Drive-Modus auf das Sternchen drehen und ihn dann über das Display ändern. Und dann ist da noch eine neue Funktion. Endlich haben wir auch bei Sony eine Pre-Capture-Funktion. Es kann jetzt Serienaufnahmen von 0,1 bis einer Sekunde vor Betätigung des Auslösers im Buffer gespeichert werden. Und das ebenfalls mit 120 bps. Und auch ebenfalls mit Autofokusnachführung und Belichtungsmessung. So, jetzt aber mal genug über Geschwindigkeit gequatscht. Ja, wobei, wir wollen den Autofokus ja nicht vergessen, denn auch der profitiert von dieser abnormen Auslesegeschwindigkeit des Global Shutters. Der AF wird super schnell und präzise ausgenutzt und ist in Kombination mit der KI-gestützten Motiverkennung echt unschlagbar. Das AF-Tracking muss halt aber auch nur mal schnell genug sein, um bei 120 Bildern pro Sekunde auch jedes Bild scharf zu bekommen. Und das tut er halt auch. Das bringt den Ausschuss beim Fotografieren auf ein absolutes Minimum. Und der Fotograf am Rande des Spielfelds ist nun endlich und eigentlich auch zum ersten Mal nicht mehr durch seine Technik limitiert. Und zum Thema Sportfotograf am Spielfeldrand. Sony hat sich halt auch um die kleinen, aber echt wichtigen Features Gedanken gemacht. Nehmen wir mal das FTP-Tethering. Neu ist hier unter anderem, dass Bilder, die der Fotograf oder die Fotografin in der Kamera bewertet hat, direkt automatisch in der Warteschlange der Übertragung priorisiert werden. In Sachen Bewertung ist dann aber noch mehr drin, denn die Kamera kann auch automatisch Bilder bewerten, um den Auswahl- und Bildbearbeitungsprozess zu beschleunigen. So kann zum Beispiel das erste Bild einer Serie automatisch mit einem Stern versehen werden, um in der Nachbearbeitung auf den ersten Blick zu erkennen, wann welche Serie beginnt. Für klarere Sprachnotizen hat die Kamera ein extra Mikrofon auf der Rückseite neben dem Display, damit nur die Stimme des Fotografen aufgezeichnet wird und weniger Umgebungsgeräusche. Ja, und dann sind da noch ein paar Honorable Mentions. Die Kamera hat ein paar weitere technische Updates bekommen. Der Body ist zwar von den Maßen dem der A7 R5 recht ähnlich, allerdings ist der Griff etwas größer und runder und damit eben auch ergonomischer. Auch der Auslöser vorne am Griff ist nochmal ein bisschen angewinkelt, ein bisschen besser erreichbar, ein bisschen ergonomischer. Aber auch das IBIS-System wurde deutlich verbessert und kann jetzt 8 Belichtungsstufen korrigieren. Das Display auf der Rückseite hat den Mechanismus der A7 R5 geerbt. Im Video wird bei bis zu 4K 60 ein 6K Oversampling genutzt und in 4K sind sogar bis zu 120 FPS ohne Crop möglich. Auch hier wieder mit voller Autofokus-Nachführung und Belichtungsmessung. Eigentlich sind aber eben im Videobereich auch alle Funktionen, die wir von aktuellen Sony-Kameras kennen, mit dabei. Wir haben 4:2:2:10-Bit Farbsampling, wir haben S-Cinetone als Farbprofil und wir haben natürlich auch den RAW-Output über HDMI. Es gibt aber auch einen neuen Batteriegriff, der ebenfalls ergonomischer geworden ist. Aber auch für die Akkulaufzeit bringt er einen Vorteil, da die Kamera sich jetzt an beiden Akkus gleichzeitig bedient, wodurch eine bessere Effizienz ermöglicht wird. Auch der Akkustand beider Akkus wird jetzt einzeln auf dem Kameradisplay angezeigt. Ach ja, und dann ist da natürlich noch das neue 300mm 2.8G Master, auf das viele Sport- und Wildlife-Fotografen lange gewartet haben. Und auch hier gibt es ein, zwei interessante Aspekte, über die wir kurz sprechen sollten. Ganz allgemein glänzt das Objektiv nicht nur durch eine erstaunliche Bildqualität, sondern auch durch die besondere Bauweise. Das neue 300er ist mit 1,47 Kilogramm erstaunlich leicht und Sony hat es geschafft, den Großteil der Linsenelemente so weit nach hinten wie möglich zu packen, damit das Gewicht beim Fotografieren aus der Hand schön mittig platziert ist. So fühlt sich das Objektiv nochmal leichter an und der Fotograf kann besser in der Bewegung fotografieren. Spannend ist dann aber noch der neue programmierbare Ring, der nur leicht in beide Richtungen verschiebbar ist. Aktuell gibt es dafür zwei mögliche Funktionen. Einmal können sich Sportfotografen einen Autofokusverlauf auf den Ring setzen und dann smooth durch den Autofokus nachführen, oder man belegt sich den Ring mit einem APS-C-Crop, sodass man schnell und einfach die Brennweite mal leicht verlängern kann. Aber auch sonst verdeutlicht das neue 300er einfach die absurd gute Ingenieurskunst bei Sony, sowohl in Sachen Verarbeitung als auch in Sachen Bildqualität. Das Bokeh ist super weich und cremig und habt ihr mal die MTF-Kurve gesehen? Wie scharf bitte kann ein Objektiv werden? Und dann ist da noch das Thema Autofokus. Gerade an der A9 III gibt es ja wieder ganz neue Anforderungen. Und hier leisten die beiden XD-Linearmotoren eine unfassbar schnelle und präzise Autofokus-Performance. So richtig viele Testbilder konnten wir leider noch nicht machen. Aber wir sind echt super gespannt, was für Ergebnisse Sportfotografen damit einfangen werden, sobald das Objektiv im Januar ausgeliefert wird. So, viel mehr können wir leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu den Neuheiten sagen. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch eure Meinung zu der neuen Kamera und dem neuen Objektiv. Wird der Global Shutter alles verändern? Schreibt es uns gerne mal unten rein. Schreibt aber auch gerne, ob ihr Interesse an einem ausführlichen Workshop zu den beiden Neuheiten hättet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.